Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Days Gone. Freut mich auf jeden Fall, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, wir sind jetzt hier in einem Camp angelangt. Auf der anderen Seite ein Sniper. Ein paar haben wir hier schon getötet. Da drüben, da ist zum Beispiel einer, da hinten auch. Und wir müssen jetzt auf die andere Seite. Ihr seht schon, da drüben läuft da rum. Und das Camp ist voller Fallen. Gibt's doch nicht. Wie halten die denn aus? Oh fuck. Das war der krönende Abschluss. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Oh Gott. Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Okay. Wir haben bloß noch 10%. Hier müssen ja wahrscheinlich noch einige sein, oder? Okay. Wir müssen daran auf jeden Fall vorbei. Mein Fehler wieder. Die hauen wieder ab. Puh, Glück gehabt. Oh, der hat hier eine Schrotflinte. Drei Schuss. Okay, Lappen sind voll. Wir können wir wahrscheinlich hier wieder was herstellen. So. Mollys habe ich gar nicht mehr. Ruhig. Das ist auf jeden Fall ein Benzintank. Ja, ruhig. Ganz entspannt. Da hinten sind... Zwei. Oh. Gefährlich. Nein! Wer war das? Was zum Teufel? Ich glaube, ich nehme doch die Jetzt Waffe. Jetzt hab ich dich. Komm schon. Nein, keine Muni mehr. Ich brauche unbedingt... Die hat Muni. Okay. Ich sehe dich in deinem Versteck. Hey, Drift, der versteckt sich. Okay, die haben eine Rohrbombe. Bring den Scheißkerl auf! Alter, aber macht ja nichts. Okay, das war ein gezielter Headshot.
Wir müssen das Ganze taktisch angehen. Ach, verdammt. Taktisch. Mein Fehler vorhin mit der mit dem Bolzen. Ah, okay. Was geht denn nochmal von vorne los? Das ist natürlich mies. Das ist aber echt mies. Hier macht aber nichts. Wissen ja, wie es geht. Hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Gucke mal, ob wir hier noch irgendwie was herstellen können. Okay. Das haben wir. Haben hier einen Schalldämpfer. Ist auch gut. Fallen haben wir nicht. Und hier die Knarre, die haben wir am Stissel. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Okay. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so dumm, ey. So. Machen wir mal die harte Nummer hier. Okay. Komm jetzt raus, zeig dich. Hier, wo ist er? Hä? Ah, da vorne. Ja, jetzt habe ich dich. Okay. Jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. Da drüben kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Okay, hier muss ich das kaputt machen. Na? Nur auf der anderen Seite? Verfluchte Scheiße. Es ging. Es ging. Ging auch hier. Okay. Läuft sie vorbei. Oh mein Gott. Wo geht die denn hin? Okay, das ist ein Bug. Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Er spielt da aus. Das war's für dich. Okay. Voll der Bug, ey. Krass. Okay, können wir hier noch irgendwie was looten? Können wir auf jeden Fall runter. Dass die jetzt da hinten gleich zurückkommen. Da habe ich eher ein bisschen Schiss vor. Oh Gott. Kommt die jetzt her?
Glaube nicht, oder? Immer eine Machete. Ah. Okay, einer weniger. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Heute habe ich überlegt, wo alles anfing. Es geht weit zurück, bis in den großen Weg. Oh, fuck. 1947 fuck. Kam der, wie heißt der? Der National Security Act. Und damit kommt... Oh, bitte komm nicht her. Der sieht mich doch dann. Eisenbahn und das Radio übernehmen. Sieht mich nicht? Alles, was? Sniper. Wie viele von euch gibt's? So, Waffen, Durchschlagskraft. Einige Waffen sind so wirkungsvoll, dass sie mit einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Wenn du dich richtig aufstellst, kannst du mit Präzisionsgewehren oder anderen wirkungsvollen Waffen durch eine Reihe von Gegnern schießen und maximalen Schaden erzielen. Oh. Auch egal, nicht genug. Das ist eine Spezialwaffe. Fuck. Warte, halt. Tja, mit einer Sache hattest du recht, Cope. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber... Das sind Spezialwaffen. Du dachtest. Okay, dann tausche ich die Armbrust gegen... Oh, fuck. Ich will hier nichts Lautes auslösen, weil dann sind wir hier richtig gefickt. Jetzt hierher. Oh, da hinten ist ja noch einer. Okay. Genau. Genickbruch. Okay. Ich würde mal sagen, Lager geräumt. Oder? Riesmief. Aber das sind auf jeden Fall eine Menge. Ja, und da können die hochkraxeln. Okay. So, hier müssen noch irgendwo Gegner sein. Das waren wahrscheinlich die, die an uns vorbeigelaufen sind. Axt. Irgendwas Medizinisches herstellen? Nee. Nutzen können wir nur. Rohrbomber? Okay, probieren wir es einfach mal mit dem Scharfschützengewehr. Jetzt hab ich dich. Oh, fuck. Munition übrig.
wissen müssen. Besser als nicht. Zack, ist schon mal gut. Okay, die haben jetzt auf jeden Fall was gehört. Zwei Gegner fehlen noch. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Munition. Auf jeden Fall wichtig. Okay, die sollte ich dann vielleicht doch leise umlegen. Auf jeden Fall fehlen noch zwei. Wo sind die, ist die Frage. Hier? Ah, mein Beil. Und noch mehr Beute. Kann man noch gebrauchen. Kann es dann ablegen. Ah ja. Das wird sie umhauen. Ja. Komm schon, los, los, los! Oh. Müssen irgendwo noch zwei Gegner sein, verflucht. Ah ja. Nein! Ach Mann, ich hab's noch gesehen. Ich hab's noch gesehen. Verdammt. Ja. Nur noch einer. Ich bin getroffen. Das war der letzte. Okay, jetzt haben wir alle. Keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Okay, und ich türme. Okay, wo habt ihr euren Gott? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Okay, Freunde. Wir haben's. Manche tun so, als seien Gesetze und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass ich so lange fürs Camp brauche. Von Amerika. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Wir haben das. Untersuche den Bunker. Ist der etwa da unten? Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land. Das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Hummel für Radio Theory. Glaubt, wir lügen nicht. Ja. Gehen da drauf, das ist schon mal gut Gesetz zu wissen. Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit, wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, dass Gewalt das Einzige ist, was zählt. Gewalt? Okay. Schöner Genickschuss.
Er ist auch weg. Oh. Der ist auch weg. Schön. Schöner Schuss. Okay, aber hier scheint kein Bunker zu sein, ne? Müssen auf jeden Fall aufpassen, wo wir hintreten. Überall Bären fallen hier. Okay, hier scheint der Bunker nicht zu sein. Er scheint da drin zu sein. In der Höhle. Gut, dann müssen wir hier wohl rein. Hübsch. Nee, doch nicht. Okay. Der Bunker ist doch unten. Gut, dann gehen wir mal hoch. Achtung, Bärenfalle. Gut, wo ist jetzt hier der Bunker, Freunde? Sollte hier ein Bunker sein. Stand da? Oh, jetzt habe ich nichts gelesen, was da stand. Das kann zerstört werden, aber wie? Ich muss es ausprobieren. Ich habe sonst keine Ahnung, ob das geht oder nicht. Okay, Rohrbomben funktionieren. Wo soll hier ein Bunker sein? Kann man hier nicht irgendwie ranzoomen? Muss hier irgendwie sein. Ein Bunker. Ja, da ist. Ach, dieses Ding. Da sind wir schon tausendmal vorbeigelaufen, ne? Okay. Ab ins Dunkle. Licht an. Oh, sieht doch idyllisch aus hier. Hier gibt's nix. Aus wie eine Saufparty hier. Oh, Putzmittel. Ja. Okay. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Hinterhaltkampfjäger, 14%. Ausdauercocktail. Was ist das? Wie baue ich ein? Ach ja, das wird nützlich sein. Das ist ein Waffenschrank. Hier gibt es keine. Spezialwaffen. Haben wir überhaupt eine Waffe? Ja, ich würde dann auf jeden Fall diese Armbrust nochmal nehmen. Haben wir die denn? Weil, was bringt uns jetzt... Mal. Vielleicht kann man die ja noch nachladen irgendwie. Ne, kann man jetzt nicht.
Aber ich würde die dann erstmal nehmen, ja. So, wir machen hier kurz mal eine Runde schlafen. Benutze deine Pritsche an sicheren Orten wie Bunkern oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranzuscheinen zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierungen können je nach Tageszeit andere. Ah, okay. Und hier kann man das Ganze dann speichern. Also. Kurz ein Nickerchen. Also, was anderes, also einen anderen Sinn hat jetzt diese Pritsche jetzt nicht. Es ist natürlich dunkel. Zack. Ach, das sollte reichen. Ja, also ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, dass dann praktisch Gesundheit wiederhergestellt wird oder so. Oder? Wurde die wiederhergestellt? Ich habe jetzt gar nicht Obacht gegeben. Kann natürlich sein. Lediglich dazu da, um infizierte Gebiete, die man zur Tageszeit begegnet, dass man schnell mal umswitchen kann auf Nacht, dass man nicht warten muss, um... Ja, ihr wisst Bescheid. So, okay. So, wir haben Sterilisierungsmittel, dann Thais. Was fehlt uns jetzt hier? Ne, wir haben 5 Verbände, die sind auch voll. Lasst uns zurück zum Motorrad. Jetzt sind natürlich wieder viele Freaker unterwegs. Dann wollen wir mal hier Licht ausmachen. Ach, ich bin so selten dämlich, Freunde. Die Straße ist so breit und ich renne in die Bärenfalle rein. Was soll's. Okay, mal gucken. Ausdauer. Sprinte, mein Junge. Sprinte, mein Junge. Oh. Aber ganz schnell weg hier. Ganz gediegen langfahren. Ah ja. Meter, dann sind wir da. Mal gucken, wo es denn überhaupt hingeht. Lasst mich überraschen, wie immer. Ah ja. Ist wieder infizierte Bereiche. Wieder Nester, die man ausbrennen sollte. Ah, hier sind wir. Okay, fahren wir doch am besten hier wieder runter, weil rüberspringen geht ohne Boost nicht. Und zack, ist wieder Tag. Vielleicht unten am Bach. Ich sehe mich mal um. Ja, das werden wir tun. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen sehr, sehr freuen. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr mal auf dem Laufenden. Da oben, oh, da kröchtet schon wieder so ein Kriecher rum. Mistvieh hat uns schon gewittert. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Ciao, ciao.